Wer eine Webseite, einen Blog oder eine Facebook-Seite betreibt, der weiß, ohne Impressum geht das nicht. Aber kein korrektes Impressum zu haben, kann ganz schnell teuer werden, sagen Anwältinnen. Und ins Impressum gehört immer noch eine Postadresse. Wer kein Büro hat, der muss seine private Wohnadresse da veröffentlichen. In Zeiten der Digitalisierung halten wir das für völlig überholt. Die eigene Adresse zu veröffentlichen ist nämlich für viele gefährlich. Frauen, LGBTIQ, Journalistinnen, Linke oder Antifa. Wenn die eigene Adresse im Netz steht, kann digitaler Hass ganz schnell gefährlich werden. Dann steht morgen der Stalker vor der Tür. Und alle, die sich gegen rechts engagieren, verzichten vielleicht lieber auf eine eigene Webseite, als es Nazis so leicht zu machen. Und das ist ein Problem für die Demokratie. Wenn alle, die gefährdet sind, online nicht mehr präsent sind, fehlen ihre Stimmen in der Öffentlichkeit. Deshalb fordern wir eine kleine Änderung, die viel mehr bringt als ein Riesengesetzespaket. Keine Wohnadressen im Impressum. Wer Minderheiten schützen will, kann hier ganz schnell, ganz konkret richtig viel erreichen. Und für die JuristInnen unter euch, wir haben auch einen konkreten Vorschlag, nämlich eine Chiffrennummer bei der Meldestelle zu hinterlegen. Dann kann man immer noch von Polizei und Justiz per Post erreicht werden.